schrecklich. Ich war selber immer so angenervt von so Eltern. Ich habe ja meinen halben Freundeskreis an Kinder verloren. Das sind Menschen, die dir ja zuerst völlig normal vorgekommen sind und kaum ist ein Kind da, da geht dann gar nichts mehr. Du kannst dich die ganze Zeit nur über Kinder unterhalten, das ist völliger Autismus. Ist in Fukushima, da brennt eine Birne durch, aber was jetzt für eine Babynahrung? Das ist das bestimmende Thema für Wochen. Und jetzt bin ich selber so. Mit Gregor? Ach, Gregor, kein Kontakt. Naja, ich brauche ihn ja jetzt erstmal nicht. Rausquetschen muss ich sowieso allein und meine Eltern, die helfen mir ja total. Und den Rest, den macht dann das Gericht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir einmal überhaupt nicht zu helfen musste. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause und meine Mutter musste dann auch sofort weg. Oder ich war zu spät, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war ich den ganzen Tag nicht mal auf dem verdammten Klo. Ne? Und was war? Die Kleine komplett fixiert auf mich. Ja, dann habe ich sie halt mitgenommen. Aufs Klo. Weißt du, wie befreiend das ist, gleichzeitig zu scheißen und ein Kind zu stillen? Ja, jetzt lass du noch. Aber im Ernst, es ist 100-mal schwieriger, als das erste Mal wieder Sex zu haben, wenn sie dann so neben dir liegt. Sex kann ich überhaupt nicht denken, ich mach's mir noch nicht mal mehr selber. Aber ich freue mich, ja, total, das ist ein Geschenk. Geschenkt bekommst du da gar nichts. Vor allem nicht am Anfang, da geht's keine einzige Sekunde um dich.